Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute ist Männertag 2024, beziehungsweise bei mir heißt das jetzt ja Vatertag, ja. Wenn du Mann bist, bist du Mann, und wenn du dann ein Kind hast, bist du ein Vater oder sowas. Aber bist ja trotzdem noch ein Mann, aber bist halt zusätzlich, musst also doppelt so viel leisten dann wie andere. Wir sind jetzt hier im Dschungel, guckt euch das an. Da ist ein Gang im Dschungel davor. Da ist ein Tisch, noch ein Tisch, hier ist ein Grill. Wir wollen heute hier grillen im Garten. Thomas ist eingeladen, Jenaya ist eingeladen, der Fahrer kommt vielleicht vorbei. Marie, Jonas, Pupsi, Mutter sind dabei. Und ich habe mal kurz, ich möchte mal zeigen, was wir hier mitgenommen haben, so Gastgeschenke. Das Muttertier hat gesagt, sie würde gerne mal den Curry King Tropical Mango probieren. Haben wir hier mitgenommen. Ich habe jetzt gestern Abend schnell hier The World's Spiciest Ramen getestet. Die Packung möchte ich der Jenaya geben für ihren Kanal. Pupsi hat sich hier ein paar Dirty mitgenommen zum Trinken. Dann für Thomas und Jenaya jeweils eine Dose Bärenmarke Milchtee Zitrone und Bärenmarke Milch und Tee Typ Pfirsich, dass sie das auch mal probieren. Für Thomas habe ich extra nochmal ein Glow in the Dark Glas, was im Dunkeln leuchtet, von McDonald's geholt. Mit Jenaya möchte ich heute vielleicht auch nochmal Lil Nitro The World's Hottest Gummy Beer machen, also der schärfste Gummibär der Welt. Und dann habe ich, wenn der Fahrer kommt, weil der mag ja gern so Flying Goose Soßen, hier noch eine Kokos Flying Goose, dann haben wir hier eine Yellow Chili Flying Goose und hier eine Sriracha Mustard Soße plus hier so eine Barbecue Soße mit Chili und Creme. Das ganze Zeug habe ich auch mal einzeln in Videos getestet, die werden irgendwann mal kommen. Hier ist noch ein Bagger, der ist für Jonas, ne? Der ist auch am Start. Ja, es ist ein, ihr wisst, wie es heißt und deswegen fertig. Dort ist noch ein Beutel Fleisch, den möchte ich auch kurz mal zeigen. Oder? Eigentlich kann ich den dir zeigen, wenn es dann auf den Grill kommt. So, Beilagen gibt es natürlich auch. Erstmal gibt es hier noch Kuchen, warum auch immer. Was ist das? Ein frischer Blechkuchen, Brownie Kokos. Weil die Mädels, die brauchen immer, wenn sie was Fettiges haben, danach noch was Süßes. Dann nochmal Grüße an Bierschanger hier von Waldapop Coleslaw Salat. Den esse ich immer gerne auch zu Samyang-Nudeln. Wir haben Waldapops Kartoffelsalat mit Gurke, Zwiebel, Ei und Nudelsalat mit Schinkenwurst und Gemüse. Fleisch pack mal jetzt auf den Tisch. So, das ist jetzt der Fleischtisch, was ich gerade vergessen habe. Wir haben hier noch eine Carolina Reaper Yellow Sauce von Chili Food Bio Organic. Die habe ich auch schon getestet. Das Video ist aber schon online. Die möchte ich auch mal den Gästen präsentieren. Dann haben wir zwei Packungen Hacksteaks. Puden-Hacksteaks. Nicht fettig, richtig genial. Einfach nur zusammengeschmissenes Zeug. Geht immer, geht schnell. Ist auch nicht so schwer im Magen, ist nicht so groß. Drei Packungen hier von den Meininger Wöscht. Die müssen auch immer sein irgendwie. Dann haben wir Purland. Frische Hähnchenbruststeaks in Currymarinade. Flüssig gewürzt. Weil Pude ist ja gut. Hähnchen ist gut, alles ist gut. Pupsi holt sich immer an diesem komischen Automaten in Fachdorf oder Dreißigacker diese Schweinesteaks in Knoblauchmarinade. Das sind zwei Packungen da. Dann haben wir hier nochmal Grill und Pfannentaler Hot Chili. Ja, die kannst du essen, ne? Musst du mal machen. Früher gab es immer Biertaler und Feuertaler, die waren aus Jagdwurst. Jetzt hast du hier nur noch Käse. Es gibt die anderen Dinger nicht mehr, so wie es aussieht, das ist schade. Jenaya hatte einen extra Wunsch, die wollte hier so Bauchscheiben vom Schwein gewürzt. Vier Stück, vier Bauchscheiben für 8 Euro. Dann hat Pupsi entdeckt, Apolda AR, Chili Käse Rostbratwurst, 5 Stück für 8,47 Euro, also es wird immer teurer. Und was wir letztes Jahr zum Männertag hatten, auf dem Balkon gegrillt mit der Mama, Bud Spencer Rostbratwurst, einmal Bacon und Cheese, da ist er, so sehen sie aus, Bacon, Cheese und Bud Spencer Schinken Krakauer Tex-Mex mit Mais, Bohnen und Jalapenos. Das werden wir irgendwie alles machen oder wir werden manches wegpacken, die müssen sich noch einigen. Es ist auf jeden Fall wieder viel zu viel, ich esse meistens nur 2 Wösch, dann bin ich satt, wer das glaubt, der schreibt es in die Kommentare. Und das ist eine der besten Soßen, die ich je hatte.
So, für Bier ist auch gesorgt. Dafür hat der Bierongel gesorgt. Kennt ihr den? Früher hieß es immer, der Bierongel kommt. Da kam immer ein großes Auto angefahren aufs Dorf. Der hat immer Getränke verkauft. Mittlerweile ist der Bierongel nicht mehr im Dorf. Jetzt ist der Bierongel in der Verwandtschaft. So, das klingt jetzt komisch, aber das ist jetzt hier mein Wagen. Mein Wagen. Da gab es jetzt zwei Kästen Freiberger Freibier. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist nämlich gesponsert vom Bieronkel Freiberger. Da vorne stehen sie, guckst du dir mal an. Damit ihr seht, dass ich auch nicht alleine bin. Das ist das Muttertier. Hallo. Und das ist der Jonas. Hallo. Und das ist der Marie. Und das ist der Bubsi. Und da ist die Garage und da soll ich das jetzt hin tun. So. So, der Kühlschrank ist auch befüllt, das heißt, wer es warm mag, der kann ja hier sich ein Bier rausnehmen aus dem Kasten und wer es kalt mag, der kann dann hier an die Getränkebar, kann sich hier ein gekühltes Bier nehmen und wenn er ein leeres hat, kommt das in den leeren Kasten, wenn er ein volles will, macht er hier, wenn er ein warmes will, nimmt er da und ansonsten komme ich mir vor wie im Kindergarten, weil das ist doch eigentlich alles logisch. Freiberger Freibier, jetzt neu. Und in Anlehnung an den Fahrer machen wir auch das erste Freiberger auf. Hier an dem Knopf von dem Ofen. Appa! Und das funktioniert wunderbar. Prost! Da, 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 da. Da, da, da. Naturin. So, jetzt aber hurtig schnell zum Bahnhof. Thomas und Genaya abholen. Um 12 sind wir wahrscheinlich dann endlich alle am Start. Um 16 Uhr müssen alle wieder los. Wir haben 4 Stunden Zeit, schnell Männertag zu machen. Hallo Genaya, hallo. 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 Hast du Stefan Landei seinen Hut geklaut? Oh, hey, alles Gute zum Männertag. Ja. Hallo Vatertag, hi. Thomas. Hier, komm mal her. Oh, schnell, wir haben keine Zeit. Wir haben nur 4 Stunden, also schnell alle rein. Du gehst bestimmt vorne rein. Ich geh in den Kofferraum. Okay. Man darf ja jede Methode einmal nutzen, aber nie zweimal. Dann mach halt einfach mal mit deinem... Okay. Woppa! Das war ja, aber lasch. Willst du einen Schlüssel nehmen? Oh Gott. Oh, Schlüssel! Das ist der Schlüssel, Thomas. Zeig mal einen Schlüssel. Oh, mit dem Greenscreen geöffnet. Guck, mit dem Greenscreen. Mit dem Schlüssel. Boah. Das ist schon leicht. Es geht wieder. Wow. Schlüssel fertig. So, in den Kommentaren könnt ihr jetzt mal abstimmen, ob ihr Team hier Streuselkuchen seid. Das sieht dann so aus. Oder ob ihr sagt, ihr seid Team Fuchs. Das sieht dann nämlich so aus. Hier, Thomas, für dich. Tschüss. So, ich sag, das reicht. Das Muttertier sagt wieder, das reicht aber nicht. Ich sag, hoppa. Und deswegen schmeiße ich nachher die Kohlen drauf. Das ist, wie es ist. Ich mach das sogar ohne Holz, wenn es sein muss. Ja, du wirfst deinen Greenscreen drauf und verbrennst den, Thomas. So, die Kohlen sind am Start, der Undertaker ist auch am Start. Und habt ihr schon das T-Shirt gesehen eigentlich hier? Der erste Vatertag hier von Jonas und Bubi, das hat hier Sandra geschenkt. Weil ich habe bisher ja nur Männertag gehabt, aber es ist der erste Vatertag. Ist auch Jonas sein erster Vatertag. Ja. Biertag. Wie war das mit der Stimmung? Da muss aber noch was kommen. Der Stefan freut sich auch. Siehst du, so passt das wieder. Du bist Stefan Landei und deswegen bist du heute hier. Du bist nur ein Ei. Du bist die Kröte. Eigentlich müsstest du so einen grünen Fummel anziehen wie der Thomas, dann passt es besser. Ah, nochmal und dann. Ah. So, zuerst gibt es jetzt hier die Knoblauchsteaks auf den Grill. So, das sind jetzt die Chili-Bratwürste. Zack, einfach daneben gebuchtet. So, Hähnchenbruststeaks, Curry, Paprika, Hähnchensteaks neben Curry. So, dann möchte ich jetzt aber auch mal hier so eine komische Chiliwurst probieren, denn Pupsi hat gesagt, oh, die ist aber scharf. Die Genaya hat gesagt, ich habe schon Schärfwurst gegessen. Thomas sagt, schärfer muss es dann aber auch nicht sein, ne? Deswegen, guckt mal, die sieht nämlich richtig gut aus. Da ist der Thomas, wir tun ihm die Wurst in den Mund. Und ja, da ist auch so Käse drin. Boah, da läuft's. Es läuft und tropft. Vier Stück, fünf Stück? Fünf Stück?
für 8 Euro noch was. Aber ich muss sagen, die sind mega saftig, mega lecker, spicy. Die sind richtig genial. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mit Brötchen nochmal. Mmh. Mmh. Baum! Opa! Das ist deins. Thomas! Ei! Das musst du jetzt Jenny deins. Geben. Nee, Jenny hier. Ja, die hat ja noch. Zu spät. So, das ist der Genaya, ihr Bauch. Den legt man auch mit drauf. Ungefähr so. Jenna! Jenna! So, jetzt aber den Käse, den Grillkäse, Käsetaler. Da können wir gleich mal zwei schön noch hier in die Ecke legen. Und der ist, mach mal zu, Nutri-Score E für extrem. Also der ist halt wirklich heftig, brutal fett. Und hier ist noch der Bauchspeck. Habe ich jetzt da drauf gespuckt von der Genaya aus Versehen. So, das sind jetzt die Bud Spencer Schinken Krakauer Tex-Mex mit Maisbohnen und Jalapenos. Da habe ich mir schon eine vorbereitet. Die kommt hier rüber. So, das sind jetzt die Pudenhacksteaks. Da ist noch Platz. Die kommen jetzt hier noch daneben. Kannst du hinzimmern. So, jetzt haben wir noch die Bud Spencer Rostbratwurst Bacon Cheese. Habe ich schön mit der Schere gerade reingeschnitten. Hier schon wieder los. Die verteilen wir jetzt hier auf Rost. So, jetzt haben wir hier die guten Thüringer, die Meininger, die Rostbratwürste. Die können dann nämlich schön mit der Hand so nehmen. Und dann, hallo Marie. Nein. Nein. Dann könnt ihr die so drauflegen. Weiß nicht, das sieht sehr gut aus. Wir legen einfach alle vier drauf. Und die letzte, sag mal so, oh, was ist das? Geh weg. Jetzt ist voll. Und die letzte. Hey! So, da beißen wir mal ganz kurz in die. Oh, in die Bud Spencer. Was ist denn jetzt hier? Der Bildstabilisator ist fort. Erdbeben. Wir beißen mal ganz kurz in die Bud Spencer Tex-Mex Bratwurst rein. Und wie schmeckt's? Oh. Heiß. Heiß? Und seht ihr den Mais? Da ist der Mais. Genaya hat auch so eine genommen. Kann man mal fragen. Genaya, hast du schon probiert? Von der Tex-Mex? Noch nicht. Okay, gut, ich gehe wieder. Green Screen. Ja! So, und als letztes haben wir hier noch diese Bratwurst vorgebrüht für Grill und Pfanne. 10 Stück aus dem Aldi. Da greifst du nämlich hier rein. Nimmst du so eine Wurst aus? Hallo! Hallo! Hey! Und dann greift die Wurst an und dann liegt sie dazwischen. So, guck mal, wir haben hier die Regenbogenfarben vereint auf dem Grill. So, das ist jetzt das Bud Spencer Hacksteak, weil alles heute von Bud Spencer ist. Das ist der Bud Spencer Tisch, das sind die Bud Spencer Stühle. Das ist der Bud Spencer selber im Greenscreen-Modus. Und das sind die Hacksteaks. Von Terence Hill, genau. Wollte gerade sagen, wo ist Terence Hill? Ja. Sehr zart, sehr lecker. Einfach irgendwas zusammengewürfelt. Pudenhacksteaks, beste. Und gönnt euch Pudenhacksteaks. So, blau. Opa. Gelb. Opa. Schwarz. Oi! Das ist deins. Immer das Letzte. So, wir haben jetzt noch eine Bud Spencer Bacon Cheese Wurst. Beiß mal da auch mal rein. Da ist natürlich auch wieder Käse drin, ne? Wie bei der Chili Cheese Wurst. Nur, dass die nicht scharf ist, weil das ist ja Bacon Cheese. Das andere war so Chili mit Käse. Und die ist, glaube ich, saftiger und cremiger als diese Tex-Mex Krakauer. Finde ich also irgendwie ein bisschen besser. Die andere hatte Mais drin, Jalapenos, aber die waren auch trockener.
Dafür waren die würziger, aber du hast ja Soßen und so Zeug. Und als richtige Wurst einfach so zum Essen, finde ich die irgendwie angenehmer. Weil die eben auch nur so schmierig ist. I am the Ramses and this is a Bieröffner. Oh, perfekt. Oh. Koffer! Oh, oh, oh. Nehmen wir mal den Löffel. Oh Mann, das ist ein Löffel. Dann halt so, Löffel! Hey! Und jetzt Grablo-Messer. Hey, das ist ja langweilig. Hoppa! So, kann das? Geht das auch gerade? Ja, das geht wohl hier. Hoppa! Prost! So, der Thomas sucht die anderen Gäste. Die Shenaya sieht immer noch aus wie der Stefan Landei. Das Muttertier weigert sich zu essen. Ich habe gesagt, guck, da ist noch ein Teller voll mit Wurst und da auch und da auch. Der Doma sagt immer, das ist zu viel, ist zu viel. Der, guckt es euch doch mal an. Das ist alles übrig. Wer soll das essen? Der Jonas hat seinen Bagger. Die Marie hat einen Schläger, macht sich schick. Ne? So, hier liegt der gelbe Meteorit. Guck dir das an. Wir sind fast fertig. Wir haben nur noch 2 Bier im Kasten. Wir liegen echt gut in der Zeit. Aber die 2 müssen gleich zum Bahnhof. Werden wir die 2 noch schaffen? Schalten Sie ein. Nächste Staffel. Yeah! Hoppa! Komm mal her, du. Oh, so. Ja, doch. So, Sandra will jetzt den Thomas. Und die Shenaya wieder zum Bahnhof bringen. Das ist die Sandra. Willst du jetzt noch mit? Das ist die Shenaya. Na gut, dass es draußen ist. Das ist der Thomas. Tschüss, Shenaya. Ja, tschüss. Als ob ich mitgehe oder was. Ich will nur mal anfassen. Tschüss, Thomas. Ich gerne mit. Ich habe noch die Mission, ein Bier. Cookies auf den Kindersee. Das heißt, ich muss das schnell austrinken. Und dann ist genau noch ein Bier im Kasten. Nee, 2. Und während die weggefahren werden, muss ich das letzte Kastenbier noch trinken. Damit der ganze Kasten Freiberger Freibier heute getrunken wurde. Oha. Guckt euch das an. Guckt euch die Skills an. Die heftigen Skills. Rückwärts. Hoppa! Einmal links. Schönen Vatertag. Tschüss. Bis morgen. So, und jetzt rüber. Und schnell noch irgendwas suchen, womit wir das letzte Bier öffnen können. So, der Ramses geht mal an den Kühlschrank. Da ist noch ein Bier ist noch drin. Guck dir das an. Was ist das überhaupt hier oben? Da liegt irgendwas Vergammeltes. Ich habe keine Ahnung, was sie hier züchten. Ich tue es mal wieder rein. Das Vergammelte kommt zurück. Das war das letzte Bier. Da ist auch nur noch ein Platz im Kasten drin. Der Rest ist dicht. So. Ja, wo machen wir das jetzt auf? So, ich habe weise überlegt, das letzte Bier bekommt die Grillzange, weil mit der wurde den ganzen Tag gearbeitet. Die ist richtig schmierig, richtig fettig, richtig dreckig. Aber die hat schöne Kanten. Wir legen die jetzt hier an das Bier, an den Kronkorken. Ihr legt die Zange an, ihr verkantet das hier ein bisschen. Und dann nehmt ihr die Hand und versucht hier unten gegen die Grillzange zu drücken, dass der Kronkorken wegfliegt. Ungefähr so. Und dann ist der Kronkorken weg. Guckt ihr das an. Das war die Bieröffnung. Das war der Männertagsvlog. Thomas und Shenaya sind zu Hause, wurden zum Zug gefahren. Der Rest ist eingetrudelt. Der Rest ist egal. Wir trinken das letzte Bier aus dem Kasten. Dann haben wir den Kasten geschafft. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.
So, das ist der Männertagsvlog 2024. Das ist das Freiberger Freibier. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Scheiße, das läuft immer noch. Muss ich nur noch mal drauf drücken. Peace out, Vorhaut.